Ein wunderschön. Willkommen zu einer weiteren Folge von Dishonored 2. Und ich glaube, jetzt müssen wir sehr verstohlen arbeiten, um nicht entdeckt zu werden. Mal gucken, was wir hier machen können. Ob wir was machen können. Hier gibt es Hexen. Da ist der Aufzug, da baumeln noch ein paar. Da hinten ist eine Hexe, da unten ist eine Hexe. Ach, nee, da ist ein... Ach, ein mechanischer. Ah. Mal gucken, was wir hier tun können. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Speichern tue ich jetzt noch nicht. Da ist er. Ich hoffe, wir haben nicht gesehen. Nee, wir werden nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, inwiefern wir dort zu der Tante da hinkommen, die ja sehr wohl in unsere Richtung schaut, ne? Wahrscheinlich können wir nur über diesen Weg hierher. Komm, lad auf. Gut. Da ist auch einer. Das heißt, wir können die Leiche dort nicht liegen lassen. Wenn wir, oder die Leiche, also, ne, den Körper. Neue Diagnoseschleife. Oder sind sogar zwei. Boah. Also ich muss anscheinend zum Aufzug, oder? Stelle eine fehlerhafte Rune her, haben wir gemacht. Aber mehr haben wir hier noch nicht. Oder ich muss doch was finden. Was war denn jetzt da? Ah, Mist. Ich probiere mal was. Ich habe ihr tausendmal gesagt, dass... Also anscheinend werde ich hier um mich gesehen. Das ist schon mal gut. Warum muss ständig ich bei Zauberschmuss? Ganz egal, wie viel der Schlaf bedeutet, schicken sie immer mich nach draußen. Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernen. So. Es sieht gut aus. Da kommen wir nicht hin. Ah, das könnte jetzt zum Verhängnis werden hier. Wenn sie erst sieht, was ich mit etwas Katzenfell und dem Knochen eines Ertrunkenen zustande bringe. Ich hab Hunger. Kuchen wäre fein. Vielleicht treibe ich ja eine schöne Dose Hexenfisch auf. So, ich glaube, ich muss hier hinten hin, ne? Oder da? Ich freue mich auf den Monat. Nee, da geht's nicht hin. Ich muss hier hinten hin. Sag mal, ich speichere mal ab. Ich probiere mal was. Es sollte etwas ausgefallen sein. So, bitte bleib hier liegen. Okay. Es könnte geklappt haben. Oh, ich habe mich gerade erschrocken hier. Oh oh. Mist. Ihr habt's gesehen, ne? Wütend, den Tower so zu sehen. Ich wurde gesehen, okay. Mist. Dammig. Schade, schade. Das sah ganz gut aus, aber die ist so rumgehampelt da. Oder hat sie die Leiche gesehen? Was kam mit? Was? Komm her. Einfach abhauen. So. Oder muss ich vielleicht weiter reisen? Wartet mal. Na toll. Okay, da geht's auch nicht weiter. Du musst da oben hängen bleiben. Tut mir leid. So, jetzt aber nochmal. Nein! Ah, komm, hör auf! Es war dieser dämliche Hund da. Ah.
gleiche Ortung. Die Maschine stellt eine Umkehr. Was? Wie jetzt? Fall um! Wo ist er jetzt hin? Na toll! Ist doch kacke! Ich muss, glaube ich, jetzt mit der Leiche weg. Ich habe mich jetzt gerade hier in was verrannt mit meinem Quicksave. Was nicht gut ist. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Muss er. Leerlauf. Justiere Linse. Da ist er. Ich helfe dir. Hä? Hä? Was macht ihr hier? Ja. Super. Da war ganz sicher was. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Hey. Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt haben sie was gesehen. Oder? Und jetzt? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, gibt es neuen Ärger. Och Mensch, ist doch jetzt grässlich hier gerade. Du war Speicherstand. Selbst wenn ich heute sterbe, bereue ich nichts. Ich gehe nirgends hin. Bleib hier, bis dieses Monster zurückkommt. Uah. Danke fürs Tür auflassen. Sind die Bots weg? Und die Hunde? Die Milch hatte Schutz, ja. Es macht mich wütend, den Tower so zu sehen. Ja. Speicher mal hier ab und auch mal einmal fest. Wir haben die Situation gerade so noch gut über die Runden bekommen. Schauen wir mal uns an hier. Das ist Papas Zimmer hier. Da ist auf alle Fälle Eddermeier, das ist gut. Keine Schubfächer, hier liegt was. Achso, Geld. Schreibmaschine. Das ist wirklich toll, oder? Das hier ist toll. Wie ich hier ein schönes Bild, vielleicht für einen Thumb. Psst. So, gucken wir mal hier hinten kurz. Oh, nochmal. Ah. Oh, das ist ja schön. Hat alles aufbewahrt, ja. Ah, das wäre die andere Seite gewesen. Okay, wir hätten uns nicht durchmogeln brauchen. Sondern das hätte so funktioniert. Hier ist nochmal eine Tür. In den hinteren Teil. Und hier haben wir... Ungünstig. Sehr ungünstig. Drei haben wir hier. Okay, das lassen wir mal da. Aber hier scheint nichts weiter zu sein, oder? Es wurde separat hier darauf hingewiesen, dass
Wobei, wir könnten natürlich den Alarm stellen und die Leute hier rumschicken und rumlaufen lassen. Wollen wir das mal probieren? Die müssten ja von dort dann kommen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken erstmal hier hin. Ja. Oh, da hinten sind schon wieder welche. Es sieht erstmal so aus, als ob da keiner wäre. Was ist hier passiert? Nichts drin. Also früher war hier schon mal mehr drin, das weiß ich. Weil dieser Kopf hier, das ist ja schlimm. Und das ist der Flur, den ich gesehen hatte, ne? Ja. Ist nochmal ein Kamin. Scheint aber keiner zu sein hier. Da hinten rennt der Hund. Da. Oder? Der Qualm ist der Hund, ne? Ja, es ist der Hund. Okay. Aber es sieht gut aus. Wir sind schon mal ein schönes Stück vorangekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir weiterkommen, aber das wird sich mit Sicherheit hier noch zeigen. Manchmal wäre schon eine Lösung nicht schlecht, aber es würde ja den ganzen Spaß nehmen. So, da unten wäre das jetzt, ne? Kann ich es riskieren? Wo ist die Wache gewesen? Da drüben. Da ist noch eine Stufe tiefer. Ich muss anscheinend... Ah, zugemacht. Muss anscheinend richtig raus, ja? Na, schade, dass das kein Stoff ist, was sich bewegen würde. Ich muss da hinten durch. Ich glaube, in dem ganzen Spiel bin ich nicht so intensiv geschlichen wie hier, ja? Es sagt ja schon eine Menge aus, gerade zur Situation. Ja, ups. Hä, waren wir hier nicht schon vorher? Das ist doch der Eingang. Aber bin ich bekloppt oder was? Wir sind doch wieder da, wo wir angefangen haben. Hätte ich doch da gleich da hochgehen können. Hä? Na toll. Toll, ich hätte... Oh. Ich sag nichts, ich sag nichts. Ah, ist auch noch blockiert. Notiz von Delilah. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Keine Bittsteller mehr aus der Stadt, die um meine Gnade winseln. Kommen Sie nur in meinen Thronsaal, wenn Sie wirklich in Not sind, und wehe all denen außerhalb des Zirkels, die mich beim Malen stören. Die Aufseher waren wohl unser letzter ernstzunehmender Feind und sind nun geschlagen, und sie sollten auch mit allen anderen fertig werden. Ihre Kaiserin Delilah Caldwin. Damit der Aufzug Strom bekommt, muss ich den Sicherheitsraum erreichen. Toll.
Ich hätte mal hier vorher hingehen sollen. Stattdessen habe ich hier komplett schon die Alternative gemacht, ohne dass es hier einen weiteren alternativen Punkt gibt. Weil guck mal, den Weg zum Thronsaal schalte die Energie ein oder... Wir sind eigentlich bei Oda. Ich muss also noch einen Weg finden für Oda. Ah, Sicherheitsraum. Super. Ah, ich hätte es vorher schon machen sollen. Ah. Das hätte uns dann schon ein paar Ärgernisse erspart. Das ist auf der Ebene, vermutlich. Müssen wir hier durch die Tür, wenn wir können. Vorsichtig mit dem Ding da. Steht also unter Wasser. Irgendwas drin? Nee. Sag ja, früher war mehr versteckt. Wobei hier hinten jetzt so Dinge, wenn dann kommen würden, die keine Relevanz mehr hätten, ne? Jetzt dahin, da haben wir Ratten. Da liegt eine Magd. Das war ich aber nicht, ich bin tot hier. Oh. Da kommen wir gar nicht hin, ne? Nee, da müssen wir die Treppe hier hochlaufen, die wir da gesehen haben. Ah, ist schön was zu trinken und brennbar, aber es bringt uns jetzt hier nichts. Aber das bringt uns was. Verrammelt. Es sollte etwas Ausgefallenes sein. Ja, etwas, ja. Dass keine andere kommt. Vielleicht irgendwas mit Möwenaugen oder Katzenblase. So, hier ist zu. Aber jetzt ist der. Jetzt ist der Gang offen. Ah, ich verstehe. Das wäre der eigentliche Gang gewesen. So. Ja. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass man erst lernen muss, die Worte richtig auszusprechen. Sonst funktioniert der ganze Zauber nicht. Ganz egal, wie viele Gänsefedern man gesammelt hat. Nee. Mist. Ach so. Mag ja gut für Zauber und Ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre... Komm mit. Und steh hier rein. Und hier hingelegt. Ah, so geht das. So. Was haben wir denn hier drüben? Und... Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Aus Versehen geportet hier. So, jetzt. Wir sind auf einem guten Weg. Mensch, das passt. Das passt. Okay, das war doof. Puh, die haben uns dabei beobachtet. Okay, wir sind hier. Super.
höchstens... Nein, 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 nein. Wird nichts, wird nichts. Ich muss warten, bis sie sich wahrscheinlich wieder hinstellt. Die guckt einfach zu schnell hier in die Richtung rein. Oder aber sie wird überrascht von dem Geräusch, ne? Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, nur los, dreh dich um. Seltsam, diese Bewegung. Wie ein Mann, aber wiederum auch nicht. Strömt durch seine Venen, gewonnen aus dem Fett der Riesen im tiefen, eiskalten Wasser. Das hat nichts mit der Magie unserer Herren zu tun. Alles andere als vom Nichts berührt. Könnten wir wohl einen aus Knochen bauen, wie die Grabhunde? Delilah könnte es, mit Briannas Hilfe. Sie war immer so geschickt im Umgang mit Knochen. Wo seid ihr? Ja, aber Brianna ist jetzt abgeschnitten von Delilahs Magie. Jetzt kann eine andere... Jetzt müssen wir warten. Ich werde mich da in diesen Raum rein sprinten lassen. Aus Knochen, um ihre Gunst zu gewinnen. Da Jindoshs Geist nur noch Brei ist, hält auch sein Spielzeug nicht ewig. Komm, geh hier vorbei. Nichts gesehen. Alles schick. Da unten müssen wir hin. Wie sieht's hier aus? Da ist eine Rune. Okay. Hier irgendwer? Ist hier irgendwer? Kabelwerkzeug, gut, gut, gut. Wo ist das? Ach, hier oben drauf. Ach, das doch. Danke. Gut, wir können jetzt gleich die nächste Füllung machen. Oder? Es fehlt an Tanks, oder? Ne, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Ah. Das können wir aufladen. So. Achso, sonst hätten wir ja auch den Öltankspender hier gehabt, ich Idiot. So, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen und in der nächsten Folge haben wir den Strom wieder aktiv. Bis dahin, euer Firefox.